Ja, das ist aber sehr nett, junger Mann. Aber verdammt noch mal, wo soll ich jetzt einen Platz finden, wenn Sie mir jetzt nicht sofort in irgendeinem anderen Wagen einen adäquaten Sitzplatz geben, steige ich aus. Hans-Joachim heißt, er nicht Gernot Hassknecht ist. Er spielt ihn, aber er ist es nicht. Ich möchte wissen, wie sehr ähneln Sie Gernot Hassknecht? Also ich muss dazu sagen, ich spiele die Rolle sehr gern, weil es eine andere Seite von mir zeigt, die nicht im richtigen Leben tatsächlich da ist. Ich bin kein Choleriker. Ich kann laut werden, ich kann mich lautstark auch aufregen. Wann besonders? Und ich muss dazu sagen, je älter ich werde, umso ähnlicher werde ich Hassknecht. Wenn Sie unterbrochen werden zum Beispiel? Wenn ich unterbrochen werde zum Beispiel. Wenn ich Auto fahre. Ich bin ja sehr oft auf Tour mit meinem Soloprogramm Noch ein Gedicht, der große Heinz Erhardt Abend. Dann habe ich zwei große Bühnentour gemacht mit dem Bühnenprogramm von Gernot Hassknecht. Mit dem Programm war ich auch öfter hier in Leipzig. Und 7 Jahre war ich mit 2 Programmen unterwegs. Und sehr viel auf den Autobahnen. Und da kann ich also wirklich ausrasten im Auto, was man da für Typen vor sich, hinter sich und neben sich hat, ist manchmal wirklich, man bräuchte einen Schleudersitz irgendwo. Wo ich auch ausrasten kann, ist natürlich bei der Deutschen Bahn. Ich fahre auch sehr viel mit der Deutschen Bahn, wenn ich nicht sehr viel Equipment dabei haben muss für die Bühnenshow. Dann fahre ich mit der Bahn. Ich bin auch mit der Bahn heute hier nach Leipzig gefahren. Ich auch. ICE. Ja. Und es war kein Vergnügen? Also ich würde da jetzt nicht mitklatschen. Bin in Frankfurt eingestiegen, hatte natürlich auch reserviert und da war ein ganzer Wagen, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Leute, die da reingehen, der war abgesperrt und zwar, Sie kennen alle dieses Band, dieses Absperrband von der Feuerwehr oder von der Polizei, also dieses schwarz, dieses weiß-rote Absperrband. Rot-weiß, ne? Ja. Und da waren sämtliche Sitze damit abgesperrt, damit. Und dann stand da trotzdem noch ein Schaffner dabei. Und ich sag, und jetzt? Ja, das tut uns leid, aber die Klimaanlage funktioniert in diesem Wagen nicht und dadurch auch die Heizung. Also Sie müssen sich einen anderen Platz suchen. Ja, sag ich, ist interessant. Der Zug ist irgendwie ausgebucht. Und da würde ich sagen, das und Hassknecht ist was ja würde die, er sagen? Die Person. Die Person, ja. Gernot Hassknecht, ja. Die Figur ist ja aus diesem Grund auch ein leidenschaftlicher Bahnfahrer, weil es da immer Aufreger gibt. Ja. Und der hätte gesagt, ja, das ist aber sehr nett, junger Mann, aber verdammt nochmal, wo soll ich jetzt einen Platz finden, wenn Sie mir jetzt nicht sofort in irgendeinem anderen Wagen einen adäquaten Sitzplatz geben, steige ich aus. Ja. Ganz, ich wollte tatsächlich Sie fragen, Frau Rubin, sind Wutausbrüche gesund? Nein. Oh. Muss ich widersprechen? Ja. Muss ich widersprechen? Ich habe natürlich, ich bin ja seit 2009 in dieser Sendung und ganz am Anfang auch viele Zuschauer gefragt, um Gottes Willen, wir haben Angst um sein Herz, wir haben Angst um seinen Blutdruck. Was macht der dagegen? Und das kann doch nicht gesund sein. Und ich habe mit meinem Arzt gesprochen, mit Professor Riegel, und der hat gesagt, das ist, so wie du das machst, überhaupt kein Problem. Das ist wie ein Leistungssportler. Bei dem geht ja der Blutdruck auch hoch und es ist alles angespannt und das ist und es ist künstlich und das ist kontrolliert, kontrolliert künstlich. Und wenn du das machst und bist sofort wieder runter mit deinem
Man sieht es ja in der Kamera. Natürlich ist das nicht nur gespielt. Ich werde laut, man hat es ja jetzt auch gesehen, da werde ich auch rot im Gesicht. Und es muss ja auch authentisch sein. Aber der hat gesagt, das ist wie bei einem Leistungssportler. Wenn das alles wieder runtergeht auf normalen Level, dann ist alles in Ordnung. Und Oliver Welke hat ja immer gesagt, es steht ein Arzt in der Kulisse. Das war natürlich nur, Dann hoffen wir mal, dass der Arzt sie mag. Wieso sind Sie anderer Meinung? Natürlich. Also es ist ja so, dass viele Leute, die einen hohen Blutdruck haben... Entschuldigen Sie, Wut sollte man nicht herauslassen. Wut sollte man runterschlucken? Nein, das nicht. Aber sich gegen jeden Mist so aufzuregen, ist natürlich total ungesund. Und ich meine, viele Menschen mit hohem Blutdruck, die schmeißen sich alles Mögliche ein. Und da ist aber genau der Punkt, wo der Blutdruck eigentlich meistens am höchsten geht, wenn man sich über alles aufregt. Aber ich glaube nicht, dass bei Ihnen ist eben nicht der Blutdruck hochgegangen. So sondern das war eine künstlich produzierte schauspielerischer Vorgang. So, und da wird hier gestützt und dann zack geht das los. Genau. Ja. Unglaublich. Ich bin überzeugt, wir haben es noch nicht gemacht. Ich habe meinen Blutdruck noch nicht gemessen in dieser Situation. mein Blutdruck ist normal, ansonsten würde ich Blutdrucktabletten nehmen. Ja, kann man ja heute alles. Fängt man ja an. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Herr Heiß, darf ich Sie zur Entstehung Ihrer Figur führen? Und dann kommen wir vielleicht auch zu der Frage, ob sie Ihnen möglicherweise hier oder dort doch ähneln könnte. Sie haben den Wüterich in sich selbst entdeckt oder vielleicht hatten Sie ihn vorher schon entdeckt, als Sie eine Miniserie als cholerischer Familienvater heißt bei YouTube eingestellt haben. Das war die Idee meiner damaligen Filmfernsehagentin. Die hat also die hat diesen Choleriker in mir gesehen und hat gesagt, wir müssen da irgendwas für YouTube machen, weil die meisten Regisseure, Redakteure und die meisten Produzenten, die gucken mittlerweile, das war vor 20 Jahren, die gucken also da rein und suchen sich auch Leute aus. Und da haben wir eine kleine Miniserie gemacht als Familienvater, der cholerisch ist. Ich glaub, genau dort schauen wir hinein jetzt. Ja. Schätzelchen, komme gleich! Schätzelchen? Aber das ist doch süß. Was sagt man eben zu Frühchen? Wieso Frühchen? Na, nennt man so nicht Frührentner? Schätzchen, bin soweit. Essen ist fertig. Brei! Wieso Brei? Kann man hier keine Kartoffeln bekommen? Bin ich denn ein Kleinkind? Bin ich ein Kleinkind? Hier Brei, 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 Brei! Ich muss dazu sagen, ich bin dankbar, dass meine Familie das mitgemacht hat. Das waren meine Kinder und meine Frau. Die Sie hoffentlich auch anders kennen. Ja, die kennen mich auch anders. Ja, natürlich. Und so kam es dann zur Heute-Show. So wurden Sie entdeckt, ja, weil es diese YouTube-Serie gab. Und dann Der Redakteur hat das gesehen, der Stefan Denzer damals, und er hat mich zum Casting eingeladen. Ja. Herr Heist, Sie haben aber auch noch eine andere, ich weiß nicht, ob ich es Rolle nennen soll, Sie sind Politiker. Sie erleben also Wut auch aus der anderen Richtung. Sie haben ein Mandat inne, Sie sind Kulturstadtrat im hessischen Funkstadt, das musste ich kurz nachschauen. Ja. Sie sind auch Vorstand der Deutschen Nierenstiftung. Ich wollte aber auf das Stadtratsamt hinaus. Bekommen Sie dort solche Hassattacken zu hören von wütenden Bürgerinnen und Bürgern? Ja, das gibt es leider viel zu oft. Ich war vor 10 Jahren schon mal im Stadtparlament von Funkstadt und bin jetzt seit 1. April 2021 Stadtrat für Kultur, was auch sonst, ne? Davon verstehe ich halt was, bilde ich mir zumindest ein. Und es wird das Ehrenamt, ist ja ein Ehrenamt, man bekommt ja da nichts, man verbringt also nicht nur die ehrenamtlichen Stadträte, auch die Stadtverordneten in den Gemeinden, sind es die Gemeinderäte und Gemeindevertreter, man opfert sehr viel Zeit seiner Freizeit
Und muss ich dann auf der Straße oder sonst wo im Ort oder in der Stadt, muss man sich beschimpfen lassen? Was habt ihr dann da wieder? Das kann man doch nicht. Jetzt, ich weiß, wo dein Auto wohnt. Hör mal bloß auf. Also ich muss dazu sagen, Funkstadt liegt in Hessen, ist eine kleine Stadt von 25.000 Einwohnern, aber eine sehr, sehr schöne Stadt, mehr ländlich geprägt auch. Aber es macht auch, ich wohne sehr gerne dort und es macht die politische Arbeit dort auch sehr viel Spaß. Ich habe mir nämlich gesagt, immer nur irgendwo meckern, ob das jetzt im Fernsehen ist, also Gernot Hasknecht oder am Stammtisch, das bringt uns ja nicht weiter. Man muss sich engagieren, um etwas zu erreichen. Und ich würde jedem jungen Mann oder jeder jungen Frau oder auch die dazwischen liegen. würde ich empfehlen, sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Man lernt... Nur noch zwei Sätze. Ja. Man lernt die Demokratie kennen, man lernt unsere parlamentarische Demokratie schätzen und man lernt, dass in jeder Beziehung, ob das ein Verein ist oder in der Politik, man Kompromisse machen muss. Sonst läuft nichts. Mit der Bitte um kurze Antwort. Können Sie erklären, woher die Wut, die Sie gerade beschrieben haben, nennen wir es auch mal Entgrenzung, dieser Aggressivität kommt? Ich glaube, das ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Die sozialen Medien haben das gefördert, unglaublich gefördert. Und ich habe diesen Shitstorm sehr oft erfahren, wenn ich in der Heute-Show irgendeinen Kommentar gebracht habe über die AfD. Da war es ganz schlimm, bis hin zu Morddrohungen und solchen Dingen, körperliche Gewalt antun. Das war sehr schlimm. Ich habe mir vorgenommen, ich lese das nicht mehr, aber ich war halt in den sozialen Medien unterwegs. Man hat es dann doch irgendwann gelesen und dann habe ich mich entschlossen, aus allen sozialen Medien auszutreten. Ich bin nirgendwo mehr drin und ich darf Ihnen sagen, es fehlt mir nichts und es geht mir gut. Sie haben Ihre Heinz-Erhardt-Brille dabei. Heinz-Erhardt, ja. Geben Sie uns dieses Vergnügen noch. Heinz-Erhardt ist einer derer, die Sie parodieren. Sie sind auch glänzend als Parodierender. Heinz-Erhardt. Ich würde sagen, ich parodiere ihn auf der Bühne nicht, ich spiele ihn. Ich habe ja so wunderbar. Natürlich. Ja. Ich spiele ihn. Ja. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber okay, gut. Es ist neben Hasknecht die zweite Lieblingsrolle. So. Ei und ja, ne, eine wunderschöne Runde hier, nicht? Ne, also sehr schön hier. Ja, freut mich, mal neben Ihnen sitzen zu dürfen. Ne. Darf ich Ihnen was anbieten? Nee, danke. Nee, eine Zigarre wäre mir jetzt lieber. Ne. Noch ein Gedicht. Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht doch nichts. Ich finde das fein. Warum soll man nicht auch mal ein Playboy sein?